Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich euch gerne mitnehmen auf eine Reise Richtung Halloween tatsächlich, denn ja, das hier soll mein Video zum Halloween-Look werden dieses Jahr. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Bevor wir starten, zwei Sachen zuerst. Und zwar ist das hier unser Hashtag ungeschönt für den Monat Oktober. Und ich freue mich so unglaublich, ihr macht euch gar keine Vorstellung, dass es auch stattfinden kann. Denn ja, ihr habt es wahrscheinlich bei Sarah Isabel auch mitbekommen, dass da das ein oder andere etwas schief gelaufen ist und ich dann auch ein bisschen Content-Vertretung übernommen habe. Und ja, genau. Aber heute können wir tatsächlich auch beide unsere Videos hochladen. Ich jetzt hier um 17 Uhr und sie um 19.30 Uhr. Also schaut auf jeden Fall auf ihrem Kanal vorbei. Ich verlinke euch, sobald das Video online ist, auch das Video in der Infobox. Und ich habe auch noch eine ganz coole Nummer. Und zwar hat Yepoda auch gerade so eine Limited Edition. Da könnt ihr gerne dann am Ende nochmal dranbleiben, wenn der Look fertig ist. Dann seht ihr auch ein kleines Getting Unready With Me, wie ich den ganzen Samones von meinem Gesicht runterkriege. Ich möchte aber tatsächlich heute einen nicht allzu aufwendigen Look schminken. Also das soll schön werden tatsächlich und ich werde auch ein bisschen Verkleidung und so weiter nachher machen. Also da kommt wirklich noch allerhand mit dabei, aber ich wollte es nicht zu kompliziert machen. Ich habe auch dazu einfach ein bisschen online gestöbert und ich fange auch schon mal direkt an, mich zu schminken. Dann nehme ich hier so einen sehr, sehr reichhaltigen Primer, den Holy Grails. Den bekommen wir ja auch ganz normal im Standardsortiment mittlerweile, ne? Ich verlinke euch auch die Produkte in der Infobox und ich hatte auch so, ich habe mir extra Kunstblut und all so ein Kram und Latex geholt, weil ich dann ja auch bei Ellie gesehen habe, was für geile Looks man schminken kann. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch, glaube ich, nicht die Richtige für. Ne? Also ich bin schon so eine Bunte und ich bin auch nicht so jemand, die jetzt sich irgendwie Zähne ins Gesicht klebt oder so. Und dementsprechend möchte ich das Ganze auch so machen, dass ihr das theoretisch nachschminken könnt. Und wenn ich mich hier auch umschaue, sind das gar nicht so super viele Produkte. Und ihr bekommt auch das meiste, was hier auf meinem Tisch steht, bei Purish, wo ihr aktuell auch immer noch mit Claudis Welt 20% sparen könnt. Da habe ich heute mal mit Jenny geschrieben, sehr wahrscheinlich ist der Code dann auch wirklich bis Ende Oktober gültig. Also, falls ihr was braucht, ne, gerne mit meinem Code, das ist ein Affiliate-Code oder auch über die Links in der Infobox, die sind auch dann entsprechend affiliated. Das heißt, ich verdiene auch eine kleine Provision dran und ihr bekommt halt 20% Rabatt. Finde ich sehr, sehr cool. So, die Foundation habe ich letztens erst mit euch zusammen ausgetestet und da habe ich euch auch gesagt, dass es halt eine richtige Kamera-Foundation ist von Be Perfect. Die Chroma Cover Matte Foundation habe ich in der Farbe N2. Ach ja, stimmt, das war so eine spuckende Foundation. Da muss man ein bisschen mehr pumpen. Ich glaube, mein Pumper ist auch nicht ganz heile. Die Pinsel, die ich verwende, bekommt ihr übrigens auch bei Purish. Es sei denn, die sind ausverkauft. Das weiß ich jetzt bei dem hier nicht. Ich glaube, das war eine Limited Edition von Luna Beauty, ne? Die ist ein kleines bisschen zu gelb. Deswegen nehme ich hier meine Rare Beauty Foundation. Die habe ich nämlich immer für solche Zwecke in meinem Schminktisch in der Farbe 120C. Also eine sehr kühle Foundation, um das Ganze einfach mal reinzumischen. Und an Foundation brauchen wir heute nicht sparen. Also klar wird eine Seite gleich ein bisschen anders sein, aber ich wollte schon ordentlich Kapitjes geben hier. Was soll's, ich blende die einfach ein bisschen runter, dann sieht man das nicht mehr so mit den Übergängen, ne? Gut, dann nehme ich mir ein Schwämmchen, um das Ganze ein bisschen besser einzuarbeiten. Ich bräuchte jetzt eigentlich nicht zwingend auf beiden Seiten Concealer, aber ich starte jetzt einfach auf beiden Seiten sehr gleich und verwende deswegen den Regeneration Concealer von Nabla. Ich habe den in der Farbe Light Ivory. Ich bin auch ehrlich gesagt sehr gespannt, was für einen Look Sarah Isabel schminken wird, weil sie nicht so diejenige ist, die spooky mag. Also ich denke, dass es auch in meine Richtung gehen wird, dass sie sich da auch etwas Entspannteres suchen wird, was nicht ganz so super scary ist oder so. Also wir beide, du und ich, ne, werden auf jeden Fall ab 19.30 Uhr heute uns ihr Video anschauen, um zu gucken, was sie da für einen Look zaubern wird. So, als nächstes, ich weiß nicht, will ich jetzt schon mal mein Gesicht setten oder möchte ich einfach schon die Outline zeichnen? Ich glaube, ich kann das Gesicht, nee, ich zeichne die Outline, weil ich muss es ja in dem Innervieh nicht setten. Das macht gar keinen Sinn. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch meine Inspiration unten in der Infobox. Ne? Das ist dieses Bild, das heißt, so ungefähr soll das Ganze nachher aussehen, aber nicht mit rosa Haaren, weil ich habe keine rosa Perücke. Genau, also da schaue ich jetzt einfach mal, wie ich das hinbekomme. Das hier ist meine schwierige Seite, da habe ich aktuell ja mit meinen Milien ein bisschen zu kämpfen. Wenn ihr das Video seht, habe ich das schon wegmachen lassen. Ne? Genau, und jetzt werde ich mir einen schönen schwarzen Kajal nehmen. Das ist jetzt hier von Glam Light in der Chucky Limited Edition. Den gibt es, glaube ich, so gar nicht mehr. Ja, und damit
male ich mir schon mal ein bisschen was ins Gesicht. Ich glaube so, ne? Sieht ein bisschen aus wie eine Landkarte jetzt. Also ich habe sowas noch nie gemacht. Das ist jetzt auch für mich das erste Mal, sowas zu veranstalten mit meinem Gesicht und bin dementsprechend sehr gespannt, wie das Ganze dann auch wird. Ich könnte jetzt theoretisch einfach die Außengeschichte mit Puder setten und dann nämlich hier von Ilia einfach das Translucent Powder und hier aus dem LH Cosmetics Pinsel Set den Foundation, nein, den Puderpinsel ist es dann ja. Und dann sette ich hier einfach alles mal so drumrum. Habt ihr den Film It oder Es gesehen? Ich finde den Film gut tatsächlich. Also scheiden sich ja auch die Geister. Ich habe so Bock, meine Nase zu setten, aber das geht jetzt ja noch nicht. Das muss ich ja gleich mit Lidschatten machen. Man sieht jetzt auch, dass ich hier gar nicht so viele Möglichkeiten habe, mir Blush, Bronzer oder Highlighter aufzutragen. Ich werde mir aber ein ganz kleines bisschen auftragen. Es sind alles Kannschritte, es gibt hier keine wirklichen Muss-Schritte. Da habe ich die Infinity Palette von Linda Hallberg und werde mir einfach so ein ganz kleines bisschen was Bronzermäßiges hier auftragen. Dann nehme ich hier diesen Cigar-Ton. Das hier werden wir eh wahrscheinlich gleich nicht sehen, weil die Perücke da drüber ist, ne? Aber egal. Ich gebe mir ein bisschen Maffei noch drüber. Und habe dann eine ganz dezente Kontur, ne? Und auch Bronzing-Effekt. Ach, hier oben könnte ich auch noch, auch wenn man das nicht wirklich sieht. Aber egal, komm. Fürs Gefühl, Leute. Es könnte ja sein, dass man auf einer Halloween-Party ist und dann ja die Perücke sich verschiebt, ne? Keine Ahnung. Hier unten mache ich auch noch ein bisschen was. Aber halt sehr dezent und dafür ist die Palette eigentlich auch ganz gut, dass man da auch wenig von verwenden kann. So, auch ein bisschen Blush möchte ich mir auftragen. Dann nehme ich hier diesen Pinwheel, den Shimmer Blush. Ist eigentlich vollkommen entspannt. Und Milky Way ist hier der Highlighter, den gebe ich natürlich hier auch noch auf. So, ne? Dann hat man hier an der Seite, das sieht jetzt noch nicht so fein aus, weil es total unsymmetrisch ist, hat man so ein bisschen was. So, jetzt kommen wir aber zum harten Part des Ganzen. Und ich würde jetzt auch tatsächlich meinen Lidschatten auftragen, bevor ich meine Augenbrauen mache, weil da muss ich ja auch gleich noch wuseln. Das heißt, ich nehme hier die Strawberry Shortcake Berrylicious Palette von Glamlight. Dass ich diese Palette für einen Halloween-Look nehme, hätte man jetzt auch so nicht erwartet. Aber hier ist ein Ton drin, Leute, der ist so geil. Das ist dieser Ton hier oben. Und den möchte ich gerne verwenden. Ich glaube, die Töne haben hier auch keine großen Namen. Nee. Und damit möchte ich jetzt im Prinzip das Innere hier komplett ausmalen. Und ich glaube, ich nehme mir dazu auch wirklich so eine Art Foundation-Pinsel. Das ist jetzt echt crazy, dass ich das mache, die arme Palette. Aber egal. Das ist hier von Nabla der Foundation Brush. Ne? Der ist halt fester gebunden, aber flach und nicht zu krass. Ich versuche es mal hiermit. Gehe da einfach so rein. Mal gucken, ob der das Pigment auch nimmt. Und, ich glaube, dass ich tatsächlich vorher, sonst brauche ich da viel zu viel von, dass man den sieht, ne? Nee, ich muss das anders machen. Ich nehme mir jetzt erst einen Blush, und zwar einen matten. Also ich tippe mal, dass manche von euch den auch zu Hause haben sollten. Das ist hier von Lottie London in der Farbe Haze, der Blush. Ich gehe jetzt hier nochmal mit dem Foundation-Pinsel drüber, damit ich auch eine schöne, feuchte Base habe, ne? Und jetzt gehe ich mit dem Blush komplett, das ist verrückt, ne? Komplett hier einmal so über mein Gesicht und versuche das auch relativ gleichmäßig aufzutragen und verrückterweise halt auch wirklich richtig unter dem Auge und so, ne? Das wird jetzt wild. Ein Cream-Blush wäre auch gar nicht so dumm gewesen, oder? Naja, jetzt ist es auch zu spät. Da haben wir jetzt schon mal eine gute Base gemacht, aber ich würde jetzt noch ein bisschen, ja, das Ganze auch an den Rändern auftragen. Das heißt, dann nehme ich jetzt einfach auch einen Lidschattenpinsel, ne? Ich bin ja auch echt immer so eine Verrückte, dass ich dann so ein Bild sehe und mir denke, ach, das musst du nachschminken. Aber ich mache mir irgendwie gar nicht so wirklich Gedanken darüber, wie ich das machen müsste und wie aufwendig das sein könnte. Einfach mal machen, ne? Kann man machen, ne? Ist auf jeden Fall ein Look, muss ich sagen. Ich feiere das. Okay, ja, jetzt haben wir quasi dann auch die Base gesettet, aber theoretisch hätte ich die ja gerne noch etwas feuchter. Wir müssen mal gucken. Ich versuche jetzt einfach mal, das hier mit dem Finger aufzutragen. Ich glaube, dass das am besten funktioniert. Ja, ich gebe mir den Schimmerton jetzt komplett mit dem Finger auf. Das ist am deckendsten
Und da muss ich jetzt nicht irgendwie einen Pinsel für ansprühen oder so. Und ich kann jetzt auch einfach mal so ein bisschen meiner Fingerfertigkeit freien Lauf lassen. Auf geht's. Ich überlege gerade, möchte ich vielleicht auch eine Schattierung am Auge haben, weil ich da ja auch so eine Art glammy weibliches It bin, ne? Weibliches S. Vielleicht kommt das gar nicht so verkehrt. Könnte ich ja echt machen, oder? Ja, das mache ich auch. Das heißt, ich nehme jetzt auch diesen Pinsel und gehe jetzt in, tja, in welchen Ton gehe ich rein? Da habe ich so einen schönen Bärenton. Da gehe ich jetzt, ja, der ist, glaube ich, ganz intensiv. Das ist einfach dieser hier unten, ne? Sehr, sehr intensiv pigmentiert übrigens. Also, ja, da bin ich etwas zu intensiv reingegangen, vielleicht, man weiß es nicht. Und damit kann ich mir jetzt hier einfach so ein bisschen das Außen verdunkeln vielleicht. Ja, und auch an den unteren Wimpernkranz ein bisschen geben. Dann hat man da auf jeden Fall so ein bisschen auch so eine Art Augenlook gebastelt. Muss jetzt ja auch nicht so ultimativ verblendet werden, weil da gebe ich mir ja eh nochmal komplett diesen ganzen Pinkschimmer drüber. Ja, und wie ich den ganzen Samones hier runterkriege, das sehen wir dann ja nachher, ne? Also Schimmer ist echt immer eine Herausforderung, muss ich sagen. Cool ist wirklich bei diesem Schimmerton, dass es ja auch so eine Art Duochrome ist. Also du hast da auch bläulichen Schimmer mit dabei. Schon fancy. Anfangs fühlte es sich noch echt falsch an, sich so Lidschatten ins Gesicht zu batschen. Aber mittlerweile, als wären wir gute Freunde. Der Ton macht das auch wirklich vollkommen entspannt mit, ohne irgendwie einen Hard Pan oder so zu kriegen. Das ist auch nicht selbstverständlich, ne? Finde ich sehr, sehr cool. Es macht auf jeden Fall Sinn, dass wir uns vielleicht bei diesem Auge hier auch so einen ganz leichten rosa Look schminken, dass das Ganze nicht ganz so verloren ist. Das hat die Lady nämlich auch gemacht, bei der ich das gesehen hatte. Ich glaube, hier bleibe ich dann auch eher so im fast schon dezent matten Bereich, ne? Also ich habe jetzt bislang nur die Reste vom Pinsel hier jetzt einfach drauf gemacht. Ja, kein großes Zinnober. Da würde ich jetzt auch gar nicht irgendwie mit in Winkel und unten und hast du nicht gesehen. Nö, das lasse ich einfach so. Ganz simpel. Tüdelü, tralafitti. Übertreib's nicht, Claudi. Okay, Augenbrauen sind, glaube ich, auch eine ganz wichtige Geschichte. Da habe ich mir zuallererst für die normale Seite den Nabla Brow Divine in der Farbe Venus ausgesucht. Das entspricht ja eigentlich auch ganz normal meiner Haarfarbe, ne? Darf auch gerne ein bisschen dramatischer sein, aber nicht zu dramatisch. Da sind wir nämlich jetzt auf dieser Seite angetaucht. Da habe ich aus dem Revolution Adventskalender von vor Jahren diesen Augenbrauenstift. Dürfte Medium oder sowas sein. Der ist ein bisschen zu dunkel. Und hier darf einfach auch derbe was drauf. Hatte ich auch schon fast überlegt, ob ich mir da was Schwarzes mache, aber das wäre dann zu krass geworden, glaube ich. Wobei das zum Look, der nachher kommt, gepasst hätte. So, und hier möchte ich das auch wirklich so richtig einfach nur ausgefüllt und nicht so easy peasy lemon squeezy, ne? Dass man wie hier auch noch ein bisschen Haut durchsieht und so. Ich nehme jetzt von Dominique Cosmetics dieses Fluff Up Tüdelü Brow Blowout Shaping Gel, so heißt das genau. Und werde hier meine Augenbrauen formen, wie ich das halt immer mache. So ein bisschen fluffig, ein bisschen, ne, voluminös, nicey-capicy. So halt, ne? Und hier mache ich das wirklich nur da, wo meine Augenbrauen auch sind. Die sollen nicht hoch fluffeln oder sonst irgendwas. Kann man natürlich auch genau andersrum machen, je nachdem, wie man es halt für sich gerne mag, ne? Aber hier möchte ich eine sleeke Augenbraue haben. So in der Art. Mein Freund würde sagen, die sehen doch gar nicht so unterschiedlich aus, ne? Gut, ja, als nächstes mache ich mir jetzt ein bisschen Eyeliner. Also den Mund mache ich wirklich fast zuletzt, würde ich sagen. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, ne? Weil da kann noch ganz viel schief gehen. Mal gucken. Ich will es bis dahin noch irgendwie genießen. Ich nehme von Danisa Myricks dieses Linework in der Farbe Onyx. Aber hier möchte ich einfach nur so ein ganz kleines bisschen meinen Wimpernkranz betonen oben. Noch vielleicht ein Mini-Wing. Das ist süß, ne? Ja. Also im Prinzip möchte ich halt nur ein bisschen den Wimpernkranz betonen und nicht allzu sehr Kapitjes geben. Ich weiß nicht. Nö, eigentlich dadurch, dass es Duochrome ist, brauche ich jetzt auch nicht irgendwie Highlights oder so auf dem Auge setzen. Das passt soweit. Ich würde jetzt aber ganz gerne noch meine Outlines ein bisschen, ja, verblenden. Kannst du natürlich auch so lassen, je nachdem, wie man das so für sich möchte. Ich hatte jetzt gerade mein Kajal verloren, ne? Das heißt, frische ich das immer so ein bisschen auf. Oh ja. So,
würde ich jetzt mal so lassen. Ne? Also ich habe jetzt einfach dann immer noch ein bisschen Kajal drauf gemacht und ausgeblendet. Im Prinzip ist es relativ simpel. Man hätte es wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendiger gestalten können und so, aber ne, ich habe es jetzt so. Boah, es ist so fies, wenn die Nase juckt, Leute. Oh. Aber das ist das Praktische. Du kannst dir dann einfach diesen Lidschatten wieder drüber machen, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt. Ja, Mascara ist, glaube ich, jetzt nochmal eine ganz wichtige Kiste, damit die Augen auch ein bisschen intensiver kommen. Ich mache mir das Setting Spray später drauf, aber ich kann mir jetzt schon mal die Wimpern biegen. Da habe ich hier meine Catrice Wimpernzange, die einfach großartig ist. Und dann werde ich mir hier die Nabla Vicious Mascara auftragen, die ihr übrigens auch im Pirush Adventskalender findet. Weil ich glaube, wenn die Augen jetzt auch noch ausdrucksstark sind und dann nach der Lippen gedönsen, dann geht die Party halt gleich hier richtig ab, ne? Hoffentlich. Man kann natürlich auch Lashes kleben, wenn man möchte, aber ich mag halt gerne, mir die Wimpern zu tuschen und bin nicht so der Pro im Wimpern-Game, was die künstlichen Wimpern angeht, ne? Mist, ich sehe gerade, ich hätte am besten die Wimpern erst danach tuschen sollen. Egal, wir sind jetzt hier einfach an dem Schritt, dass ich mit dem Mund beginne. Da habe ich mir jetzt erstmal hier einen Lip Liner genommen. Das ist einer von Max Factor. Den habe ich aktuell auch sehr, sehr häufig in Anwendung. Und womit fange ich denn an? Mit dem Strich nach oben. Ich glaube, das ist das Einfachste. Der geht direkt durch die Pupille. Wow, ich sehe einfach nichts. Gut, das muss ja auch nur relativ grob sein. Das wird gleich mit Liquid Lipstick auch noch aufgefüllt. Und da bin ich sehr gespannt, ob ich den abgeschminkt bekomme. Okay, dann hier unten. Einfach nur den Strich schon mal und dass es dann quasi nach oben geht. Der Rest wird gleich korrigiert, wenn ich den Liquid Lipstick aufgetragen habe. Dann nehme ich hier von Linda Holberg, den habe ich aus dem Adventskalender. Orange Red trage ich aktuell auch immer bei meinen Adventskalender-Unboxings. Und der wird auch halten, ne? Wenn ihr das dann so auf einer Halloween-Party oder so tragen möchtet. Das funktioniert echt gut. Und dann folge ich mal meiner Guideline hier, ne? Ich mache erst das Kleine, komm. Oh mein Gott, auf dem Auge so ein Liquid Lipstick ist wirklich vom Feeling her crazy. Ich kann es nicht anders sagen, ne? Vor allem auch so richtig schön in die Augenbraue, Claudi. Ganz tolle Idee. Wie soll ich das denn abgeschminkt kriegen? Ja, das ist auf jeden Fall mal ein anderer Look, ne? Aber das Outfit macht auch nochmal viel aus. Und in diesem fertigen Look vereinen sich jetzt auch tatsächlich mehrere Kostüme, die ich schon da hatte. Die Perücke habe ich mal zum 30. Geburtstag bekommen. Die Handschuhe kommen von meinem Cruella de Vil Kostüm. Hier habe ich so eine Federboa, so eine schwarze, die ich mal zu Black Swan getragen habe, als wir Mädels Black Swan gegangen sind. Und das Kleid ist tatsächlich das Kleid, was wir dieses Jahr anhatten, als wir als Dias de los Muertos oder so gegangen sind. Genau. Und das hier ist dann jetzt auch mein fertiger Look. Ich finde es so geil. Also damit würde ich safe auf eine Halloween-Party gehen. Es ist was anderes, ne? Man braucht das Kostüm nicht unbedingt dazu. Wenn man sich die Haare fancy dazu macht, dann passt das auch. Aber wie geil sieht das bitte aus? Ich feiere das total. Und ich finde, dass es auch relativ simpel ging. Also der Look ist so einfach gemacht. Das ist wirklich Lidschatten und ansonsten ein bisschen Augenlook, ne? Und dann mit dem Liquid Lipstick kannst du dir dann da diese Outlines, diese Lines ziehen und dann sieht es halt auch schon so ein bisschen, dass du halt auch da in Richtung S gehst, ne? Ansonsten finde ich, es macht schon so ein bisschen anderen Menschen aus mir und ich feiere das immer wieder aufs Neue, ihr wisst das ja, ne? Und das ist halt, was man mit Make-up machen kann und mit ein bisschen Verkleidung. Ich bin eine absolute Karnevalistin und ich feiere das gerade so sehr. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, wie und ob wir das überhaupt von meinem Gesicht runterbekommen. Zwischenzeitlich werde ich noch ein bisschen Instagram-Content machen, weil ich muss das irgendwie noch festhalten. Wir sind jetzt hier oben auch im Badezimmer und zuallererst kommt dann natürlich die Perücke ab. Und um meine Haare etwas zu schonen, nehme ich mir hier ein Haarband. Ui, das sieht auch schon lecker aus dann. Okay, und zuallererst brauche ich natürlich The Calm Balm von Yepoda. Das ist einfach ein ganz, ganz toller Abschminkbalsam, der dafür sorgt, dass das Make-up schon mal so ein bisschen aufgebrochen wird. Wir haben hier so eine feste Konsistenz,
Die nehme ich mir jetzt einfach mal mit den Fingern raus. Mal gucken, ob ein Durchgang jetzt auch heute reicht, weil das ist jetzt auch Hardcore, ne? Und dann wärme ich mir das einfach zwischen den Fingern ein bisschen auf. Und ich habe auch den Code Claudi Halloween. Das passt natürlich jetzt, ne? Da bekommt ihr 20% Rabatt bei Jepoda. Schaut da super gerne einfach mal vorbei. Und da könnt ihr ordentlich sparen. Und ich werde mir jetzt erstmal den Abschminkbalsam vorsichtig auf meine Wimpern auftragen, beziehungsweise auf meine Augen. Und dann kommt das nachher übers komplette Gesicht. Aber guck mal, den Liquid Lipstick hat er schon mal ganz gut gemacht. Und dann mache ich meine Finger etwas feucht. Und das nennt sich dann aufemulgieren. Das heißt, ich vermische jetzt den The Calm Balm mit allem, was so in meinem Gesicht ist, und mit Wasser. Bei den Wimpern gehe ich immer ganz vorsichtig von den Wurzeln bis zur Spitze. Übrigens, den The Mist Have bekommt ihr ab 69 Euro Mindestbestellwert in der Halloween Edition gratis zu eurer Bestellung mit dabei, wenn ihr meinen Code verwendet. Und es ist überhaupt kein Problem, die Augen offen zu haben, während The Calm Balm quasi auf den Augen drauf ist, weil das keine hautreizenden Inhaltsstoffe hat. Und wir haben generell auch keine Parfümstoffe, keine PEGs, keine Parabene und alles, was halt nicht reingehört, ist nicht drin. So, jetzt muss ich es aber einmal waschen. So, die Haut ist jetzt vorgereinigt, aber noch nicht komplett gereinigt. Deswegen müssen wir das Double Cleansing weitermachen. Da habe ich hier in einer Reisegröße The Bubble Double. Da haben wir Salicylsäure drin und Granatapfel. Genau, das ist ein Reinigungsschaum. Das ist jetzt auch nochmal richtig schön klärend wegen der Salicylsäure. Und damit mache ich jetzt noch den finalen Schritt meiner Reinigung. Das geht jetzt nochmal so richtig intensiv an die Haut, in die Haut, durch die Haut, hindurch. Genau. Vielleicht noch ein kleiner Stain, da muss ich gleich mal schauen. Aber ja, so sieht dann mein Gesicht auf jeden Fall gereinigt aus. Und es fühlt sich super weich an, das muss ich wirklich sagen. Es spannt nicht. Und da muss ich wirklich, wirklich, wirklich euch ans Herz legen, das Reinigungsduo, ne, The Bubble Double und The Calm Balm, einfach traumhafte Produkte. Ich muss nicht, ich möchte, weil ich sie einfach von Herzen großartig finde. Claudi Halloween gibt euch 20% Rabatt und ab 69 Euro bekommt ihr auch noch das The Mist Have gratis mit dazu in der Halloween Edition jetzt im Oktober. Schaut auf jeden Fall bei der lieben Sarah Isabel vorbei. Eben hat sie mir tatsächlich schon geschrieben, was ihr Look so sein wird, einen kleinen Teaser. Ich glaube, es geht tatsächlich nicht so in die rot-pinke Richtung, sondern eher in die grün-blaue Richtung. Ganz interessant, ohne dass wir drüber gesprochen haben, haben wir was komplett anderes geplant. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was sie dort zeigen wird. Es wird auf jeden Fall ein sehr aktueller Look sein. Ne? 19:30 Uhr, schaut bei ihr vorbei. Alles in der Infobox verlinkt, sofern sie das Video dann schon online gestellt haben sollte. Und dann wäre es aber hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.